Das Wort hat der Kollege Oliver Krischer für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Bulling-Schröter, Sie haben hier durchaus in manchen Punkten berechtigte und richtige Kritikpunkte an CCS aufgezählt. Und Sie legen hier einen Gesetzentwurf vor, der CCS komplett ausschließen soll. Aber wenn ich durch das Land Brandenburg reise, und da ist ja CCS ein konkretes Thema, da gibt es eine Landesregierung, an der Sie beteiligt sind, da treffe ich auf einen Wirtschaftsminister, den ich wahrnehme als den größten CCS-Befürworter in Deutschland. Sie sollten wenigstens in der Debatte ehrlich sein, dass auch Sie da einen riesen internen Konflikt haben, dass auch Sie da Diskussionen haben. Das wäre, sonst ist das hier Populismus, was Sie machen und nicht mehr. Und Herr Kauch. Herr Kauch, Sie haben sich eben hier so ein bisschen oberlehrerhaft hingestellt und haben gesagt, ja, wir erklären prozessbedingte Emissionen, haben gesagt, wie das alles zu laufen hat. Und dann erklären Sie uns hier, bringen Sie als Beispiel die Aluindustrie. Es mag jetzt sein, ich habe jedenfalls noch nie davon gehört, dass bei der Aluindustrie prozessbedingte CO2-Emissionen entstehen. Das ist bei der Stahlindustrie, das ist bei der Zementindustrie. Wenn Sie sich schon hier hinstellen, dann bitte erklären Sie das auch klar. Und wir müssen noch eines mal feststellen. Eben habe ich von Frau Reiche fast die Rede von vor 2 Jahren gehört. Weltweit setzt man auf CCS-Technologie, weltweit findet das alles statt. Gucken Sie doch mal genau hin. Gucken Sie doch mal genau hin. Wir haben in Europa kein einziges laufendes CCS-Projekt im Moment. Wir haben eine Richtlinie, die 27 Staaten vorschreibt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Realität ist aber, dass erst eine Handvoll von Staaten diese Richtlinie umgesetzt haben und viele mittlerweile auch erklären, dass das für sie kein Thema ist. Von der Euphorie, die wir da vor 2 Jahren hatten, überhaupt keine Spur mehr. Und Das einstige Musterland Norwegen, was bei CCS weltweit Vorreiter sein wollte und da auch einige Versuche unternommen hat, hat alle Projekte eingestellt, erst vor kurzem in Mongstad, weil man da Probleme hatte mit dem Stoff, der das CO2 aus dem Rauchgas abscheidet, weil es hochgiftig ist. All das sollte dazu führen, dass wir das Thema CCS sehr viel realistischer und sehr viel nüchterner betrachten, als das noch vor einigen Jahren waren. Und das ist auch kein Wunder, dass die Euphorie vorbei ist, denn CCS löst keine Probleme, es verlagert nur die Probleme woanders hin. CCS ist eine End-of-Pipe-Technologie. Und auch das ist eben schon angeklungen, CCS wird erst in 10, 15 Jahren zur Verfügung stehen, wenn überhaupt. Man kann Zweifel daran haben, ob das überhaupt sein wird, aber wenn es zur Verfügung stehen wird, dann in 10 bis 15 Jahren. Es wird ein Drittel mehr Kohle verbrauchen und wird damit unwirtschaftlich. Das heißt, die Erneuerbaren sind zu diesem Zeitpunkt die wesentlich bessere Klimaschutzalternative. Und das heißt einfach, in CCS in der Energiewirtschaft hat deutschlandweit und europaweit überhaupt keine Perspektive. Und es ist doch völlig klar, Sie können es doch Menschen in Brandenburg überhaupt nicht erklären, dass Sie auf der einen Seite ein Riesenloch graben, die Kohle da rausholen, Landschaften zerstören, Menschen umsiedeln und dann 30 Kilometer weiter das CO2 in die Erde reinpressen, um dann den Menschen da auch die Probleme machen und die Sorgen bereiten. Das ist keine zukunftsfähige, das ist einfach keine nachhaltige Politik. Und es ist bei dem Thema ja nicht so, dass es nun hauptsächlich der Widerstand aus den Umweltverbänden von Grünen oder so kommt. Also wenn ich mir die Stellungnahmen aus Schleswig-Holstein angucke, aus Niedersachsen, aus Mecklenburg-Vorpommern, da höre ich Christdemokraten, da höre ich Freidemokraten, die den Widerstand leisten, die das Ganze kritisch sehen. Und das ist auch der Grund doch dafür, dass sie 2 Jahre, nachdem die Große Koalition hier einen ersten Anlauf unternommen hat und nachdem die Bundeskanzlerin in ihrer ersten Regierungserklärung nach der Wahl gesagt hat, sie wird noch vor Weihnachten 2009 einen CCS-Gesetzentwurf kommen, dass sie jetzt 2 Jahre später erst damit kommen, weil sie intern die Konflikte haben und weil sie es intern letztendlich nicht gelöst kriegen. Und dann haben sie eine Länderklausel erfunden, eine Länderklausel, die es Ländern ermöglichen soll, komplett aus dem Thema CCS auszusteigen, um die Akzeptanz zu gewinnen.
Also eben ist schon, der Kollege Becker hat es gesagt, wenn wir das zum Regelfall bei anderen Gesetzen machen, dann gute Nacht, weil da sehe ich große, große Schwierigkeiten. Aber das Interessanteste ist doch, man kann doch überhaupt diese Länderklausel auch so interpretieren, dass es gar nicht funktioniert, dass die Länder es gar nicht leisten werden. Es geht ihnen nur darum, den Anschein zu erwecken, Schleswig-Holstein und Niedersachsen davon zu überzeugen, da mitzumachen und die Mehrheit im Bundesrat zu sichern. Und ich würde Ihnen einfach empfehlen, tun Sie mit diesem Gesetzentwurf das einzig Richtige. Führen Sie ihn einem sinnvollen Zweck zu, und das ist das Papierrecycling. Weil das hat dieser Gesetzentwurf verdient. Gehen Sie zurück auf Los, machen Sie, wenn überhaupt, ein reines CCS-Forschungsgesetz, stecken Sie die viele hundert Millionen von der EU, die wir für dieses Thema bekommen, in die erneuerbaren Energien, stecken Sie sie, wenn Sie bei prozessbedingten Emissionen sparen wollen, Förderung von neuen Verfahren, von neuen Materialien, die helfen, die CO2-Emissionen aus diesem Bereich zu vermeiden. Das wäre der richtige Weg, dann käme man auch bei dem Thema voran. Ich danke Ihnen.